Hallo meine Freunde der Gefängnisse und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursche und grüße heute nämlich den Ulrich, außerdem den Julius, den Maximilian und noch Phoebe. Phoebe ist ein Hund. Chase, bist du drin? Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Das ist auch sehr beruhigend, dass der Direktor... Also irgendwie scheint da der Direktor... Ich glaube, da könnte jemand mit dem anderen unter der Decke stecken. Ich finde unseren Klingelton, unseren Esel-Klingelton übrigens genial. Also wenn jemand anruft, dann hört man ja immer den Esel. Also das war auf jeden Fall einer der besten Rotensteine überhaupt bisher. Gut, so viele rote Steine haben wir auch noch nicht. Aber das war auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir da mal reingeschaut haben. So, wir nehmen mal das ganze Büro hier auseinander und wir können gleich wieder schnüffeln gehen. Na, falsche Charakter. So, einmal schnüffeln bitte und schöne Musik anmachen. Dum, dum. So, was haben wir gefunden? Da ist nichts drin. Doch, da ist was drin. Nämlich ein Häftling ist da versteckt. Das ist ja heftig. So, erstmal Bullen reiten, das ist ganz wichtig. Okay, wir müssen in die richtige Richtung das drücken. Und wir dürfen uns nicht abwerfen lassen. Na gut, also bei der Geschwindigkeit schaffe ich das noch ganz gut momentan. Da ist das auf jeden Fall noch machbar. Ich mach's jetzt doch mit den... Ich hab's erst mit dem Stick gemacht, aber... Oh, es wird schneller. Aber ich mach's jetzt doch lieber mit den Analog-Tasten. Ich glaube, damit geht sowas besser. Springt auch immer so gemein. Okay, das ist wirklich noch machbar. Wir schaffen es natürlich hundertprozentig, würde ich sagen, ohne eine zu verkacken. Ja. Ja, doch. Das war auf jeden Fall Schwierigkeitsgrad machbar. Und, kriegen wir was dafür? Eine Trophäe kriegen wir. Ich finde schön, dass wir auch für sowas eine Trophäe bekommen. Oh, ich glaube, wir haben ihn kaputt gemacht. Nein, ich bin da gefallen. Ah, okay, es gibt ja auch nochmal so Sachen zu suchen. Ach, das ist wie damals bei, Lego Harry Potter. Da gab es doch immer die Wappen von den verschiedenen Häusern einzusammeln, auch noch in den Leveln. Und hier sind es halt die, Polizeiwappenteile. Oh ja, also ich sehe schon. Sammelgegenstände gibt es hier nicht zu knapp. Aber gut, dann, wenn es noch relativ viele Level gibt, dann erklärt das auf jeden Fall auch, warum es so viele goldene Steine gibt, weil dann gibt es natürlich pro Level wahrscheinlich auch 5 goldene Steine oder so. Schnell kommt er da nicht raus. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein. Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Ah. Wer ist da? Ich bin nicht da. Ich bin garantiert nicht Jason McCain. Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Oh, kann man das Ding auch kaputt machen? Hier seine Lautsprecher? Nee, kann man leider nicht. Schade, aber seinen Stuhl kann man doch bestimmt noch kaputt machen. Ich schau nicht die Platten an. Vor allem nicht meine geliebten Opern. Doch, doch. Allein deswegen wäre es ein Grund, sie anzufassen. Bestimmt ist da noch irgendwas versteckt hinter den Platten oder so. Naja, wir knacken erstmal den Safe. Nur ich hören. Spiel ja keine von ihnen ab. Ja, ja. Ups, da hat's grün geleuchtet. Na gut, das Minispiel ist auf jeden Fall zu... da haben wir doch eine Platte. Also der scheint auf jeden Fall mit Rex Fury unter Decke zu stecken. Ich lass dich einen Monat die Töpfe in der Küche schrubben. Naja, dazu müsstest du mich aber erst mal finden. Und wir machen ein bisschen Oper an, würde ich sagen. Was ist da draußen los? So schöne Opa. Ich mag ja Opa. Hat so ein bisschen was von Einer Flug übers Kuckucksnest, die Musik. Irrenanstalt. Sind auch alle sehr angetan von der Musik. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! So öffne doch einer die Tür! Okay, nee, hier öffnet keiner die Tür. Da kommen wir in seine geheime... Ach, da geht's zum geheimen Aufzug wahrscheinlich. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Oh ja, der gehört auf jeden Fall immer mit dabei. Mit hinzu. Ohne den geht gar nichts. Durchsuche Rex Zelle nach Beweisen. Das muss die Zelle von Rex sein. Hier kommen wir wieder nicht rein.
Okay, wenn man hier alle Fähigkeiten hat, dann sind die, glaube ich, die Sachen auch gar nicht so schwer zu finden, die man da hier alle finden muss in den Level. Aber momentan haben wir halt noch so wenig, deswegen können wir da überhaupt noch nicht rein. Also die Level werde ich erst alle machen, wenn ich einmal mit der Hauptstory durch bin und alle Fähigkeiten habe. Dann werde ich alle Level nochmal machen. Das ist doch eine Zelle, oder? Na, da lässt sich's doch aushalten. Ein Boxsack und Gewichte? Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftende Kriminelle. Auch schön, dass die anderen da noch drin sind. Weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Ich streng mich nicht mal an! Du wirst verlieren! Verlieren sieht für mich anders aus. So, Jungs, sorry, aber... Ups, der ist noch gar nicht festgenommen. Achso, nee, ich muss es jetzt zusammenbauen. Oh, da kann man Musik machen. Ja, Musik ist so wichtig. Hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Machen wir, machen wir. Ich meine, er hat ja auch was davon, wenn Rex wieder eingesperrt wird, weil er macht ja hier die guten Geschäfte mit ihm. Da gibt's dann das Auto im Kuchen, fand ich immer noch super. Auch wenn der andere Depp das Auto mitgegessen hat. Ah, hier oben können wir was Investigatives machen. Na gut, dann investigieren wir hier mal. Zumindest kann man hier nicht viel falsch laufen. Da ist doch was versteckt. Hey. Manchmal ist es ein bisschen verbuggt hier, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist es auch hier drin, ne? Machen wir mal kaputt hier. Dann müssen wir das erstmal kaputt machen hier. Also meiner Meinung nach wäre das da eigentlich in der Ecke da gewesen, aber gut. Wir müssen auch noch Schlagzeug spielen da unten, das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Hey, mach doch was hier. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt geht's. Okay, das letzte ist manchmal ein bisschen verbuggt. Aber das ist nicht so dramatisch. Was ist das? Das ist eine Charaktermünze? Nee, interessant. Ein versteckter Knopf. Großer roter Knopf. Was passiert, wenn ich den großen roten Knopf drücke? Ah, 1 von 3. Das öffnet bestimmt einen Fluchtweg irgendwie oder so, könnte ich mir vorstellen. Naja, lass uns erstmal hier wieder ein bisschen Musik auf dem Schlagzeug machen. Das ist auch ein Minispiel. Ja. Ich klopf nicht nur Ganoven ab, ich hau auch ordentlich auf die Pauke. Boah, der macht ja halt schon meine Wortspiele, ey. Der macht mich hier arbeitslos, das geht doch nicht. Nein, du sollst doch nicht dran ziehen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch noch gar nicht da dran ziehen. Ich wollte hier erstens die Münzen hier einsammeln. Und zweitens wollte ich dann auch noch... Okay, ich glaube, wir schaffen schon wieder nicht, wahrer Polizist zu werden. Auch wenn wir hier viel kaputt machen, aber ich glaube, es wird wieder nicht reichen. Muss man schon immer die Wandgemälde auch kaputt machen? Nein, die nette Dame, da können wir nicht kaputt machen. Wer auch immer das ist. Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? Probieren wir es aus. Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack? Ah, Freude, schöner Gott, Götterfunken. Ja, warum auch nicht? Kann man sich doch mal anhören. Nur sein Tanz dazu passt nicht so. Okay, gut. Ich bin auch beschäftigt erstmal weiter. Ich glaube, können wir die Jukebox ja kaputt machen? Machen wir sie kaputt, oder? Nein, können wir nicht kaputt machen. Na gut, dann genießen wir noch ein bisschen hier die Musik. Nee, noch was kaputt machen. Auch nicht. Nee, da können wir nur dran ziehen hier, glaube ich. Aber es ist schön, so ein bisschen Hintergrundmusik zu haben. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Lizenzen die allein in dem Spiel für Musik gehabt haben. Noch ein versteckter Knopf. Damit hätten wir dann Knopf Nummer 2 gefunden. Ich wette ja, hinter dem Bild ist noch einer, oder? Das würde sich doch fast, das schreit doch förmlich danach aus. Nee, hinter dem Bild ist nicht noch der dritte Knopf. Wo ist der dritte Knopf? Wir werden den dritten Knopf auch noch finden. Aber wir haben ja nur 1 von 2 in Sachen Musik gehabt. Ich boxe jetzt hier nochmal, aber das ist es, glaube ich, auch nicht. Irgendwo muss noch was. Da ist der letzte Knopf. Ah, okay, dann müssen wir doch vielleicht alle Sachen hier machen. Wir machen uns nochmal bereit hier. Also, ja, genau, wir müssen das hier relativ schnell pushen hier. So, noch ein bisschen hier die Bank drücken. Ah. Ja, komm, hier geht noch ein bisschen. Bankdrücken geht immer. Chase McBankdrücker. dafür. Okay, dann sollten wir diese Minispiele doch immer machen. 2 von 4 Polizeidingern haben wir auch. Wo ist denn? Ja, gut, den dritten Knopf haben wir auch. Dann haben wir hier aber alles, glaube ich. Oh, die Steine hätte ich ja fast übersehen gehabt. Verdammt, wir schaffen es echt nicht wieder. Ich wusste doch, es ist hinter dem Bild, der oder? Der gute alte Geheimgang ich hinter dem Bild. Es. Ein echter. Moment, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Klassiker? Ja, ich glaube, das hast du schon mal gesagt.
So leid es mir tut, aber das kommt mir bekannt vor. Du wiederholst dich, lieber Chase. Und das habe ich auch gesagt, dass das die Fluchtroute ist. Vor ein paar Parts. McCain! Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett. Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es. Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain! Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern! Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Hat er auch sicherlich die hier benutzt. Hier kommt das Vögelchen. Wunderschönes Bild. Ich finde, wir wurden gut getroffen. So, Albatros Inselgefängnis. Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Sehr schön. Außerdem gibt's einen roten Start. Starts mal zwei, direkt am Anfang hier. Jawohl! Ja, wenn schon so losgeht hier. Aber ich finde schön, dass du es gleich gesagt hast, welchen Rundstein wir freigeschaltet haben. Aber Satz mal zwei direkt am Anfang. Ja, wenn das kein gelungener Start ist, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Sehr schön. Boah, 84%. Aber jetzt haben wir Satz mal zwei. Jetzt wird alles besser. Vorausgesetzt, wir können sie uns leisten. Und es gibt einen goldenen Stein für Level abgeschlossen. Boah, immerhin, wir haben schon fast 10 Steine. Also, 9 haben wir. 9 Dreiviertel, mindestens. So, es wird gespeichert und ich tippe mal, wir dürfen jetzt zur Mine, auch wenn das ein Befehl ist, dass wir da nicht hin dürfen, aber Befehle haben wir es eh nicht so. Hey Chase! Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Eine Mine? Cool, wir sollen zum ersten Mal mit dem Zug fahren. Das haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Yay, freigeschaltet. Bahnreise. Ah, hier können wir mit der Bahn fahren. Bahnhöfe aktiviert. 1 von 14. Und dafür gibt es einen goldenen Stein. Jawohl, und da ist der... Ich sag doch, 9 Dreiviertel waren es vorhin. Und da ist auch schon der 10. Sehr gut. Oh, sogar gleich noch einen zweiten aktiviert. Das finde ich gut. 2 von 14. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da haben wir auch schon den 11. Stein. Ja, jetzt läuft es doch hier am Schnürchen hier. Gehen wir wieder ein bisschen aufs Land, nachdem wir hier in der Stadt waren die ganze Zeit. Sehr gut. Hier können wir auch gleich mal was aufhebeln. So, einmal aufhebeln bitte. Ich hoffe ja, unsere Steine reichen schon für den Satz mal 2, aber ich befürchte fast, die werden noch nicht reichen. 390.000 ist noch ein bisschen wenig wahrscheinlich. Naja, was soll's. Freigeschaltet, Butch Patterson. Naja. Ob Patterson wohl auch einen Kater hat, wir wissen es nicht. Der auch noch zufällig Findus heißt. Wer weiß, wer weiß. Ich fand die Bücher immer früher prima. Aber mittlerweile bin ich dann, glaube ich, doch etwas schon aus dem Alter raus. Ach, das ist auch schön hier. Das sieht nämlich aus wie das Plakat vom Weißen Hai hier. Sehr cool gemacht. Oh, hier können wir jetzt überall rein. Ja, sehr schön. Dann können wir uns gleich noch Zeug holen. Mal schauen, was da noch drin ist. Sehr gut. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Naja. Wow. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. So, und jetzt gucken wir gleich mal, ob wir können uns hier echt die roten Steine kaufen. Das wollte ich schon immer mal wissen. Also, der Zweifachmultiplikat ist ja normalerweise irgendwo ganz am Anfang immer. Ach, die muss man nur freischalten, die muss man sich gar nicht kaufen, die muss man nur finden. Puh, ja, umso besser. Schauen wir mal einen Zweifach-Multiplikator an. Ja, genial, genial. Hätte ich vielleicht machen sollen, bevor wir die goldenen Steine eingesammelt haben. Ja, geil, die muss man nur finden hier, die muss man gar nicht kaufen, die roten Steine. Ich bin leicht überrascht, aber im positiven Sinne. Ja gut, also Stats haben wir so, ab sofort haben wir keine Stats-Probleme mehr, glaube ich. Ob es wohl auch einen Multiplikator für diese anderen Steine gibt, die da drunter sind, wer weiß, wer weiß. Wäre auf jeden Fall interessant rauszufinden. Die nehmen wir auch noch mit hier. Und dann müssen wir, glaube ich, auch schon wieder mit der Fähre fahren.
Eine Bahnstation gibt's. Würde mich auf jeden Fall stark wundern, wenn es hier eine Bahnstation gibt. Ach doch, es gibt hier. Ach, wir sind schon wieder drüben. Wir sind schon. Ah, wir sind gar nicht mehr auf der Albatross-Insel. Entschuldigung. Da ist das Polizeirevier. Dann markieren wir uns hier mal die Bahnstation. Wir sollten ja eh mit der Bahn fahren. Ja, okay. Ach so, das ist hier oben. Ich sehe es auch gerade. Das ist hier nach. Ah, okay. Man kann sich hier alles anzeigen lassen. Sehr gut. So langsam kapiere ich das auch, wie das funktioniert hier. Was ist das hier? Pagoda. Okay. Ach, das sind verschiedene Sachen noch. Okay. Tree Hills. Oder Lego City. Achso, da kann man sich je nach Stadtbezirk kann man sich hier noch anzeigen lassen, was man da schon hat und was man noch nicht hat. Da ist der Bluebell Nationalpark. Ah, okay, ich verstehe langsam. Genau, und dann sieht man nämlich, wo einem noch was fehlt und wo man schon alles hat oder so. Sehr gut, das ist Fort Meadows. Ah, okay, ja gut, so langsam blicke ich hier durch auf der Karte. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber naja, gut Ding will Weile haben oder so ähnlich. Hier waren wir schon überall. Ah, hier können wir jetzt auch rein. Das ist ja klasse. Jetzt kriegt man ja wirklich an jeder Ecke kommen wir jetzt rein. Also dieses Aufhebeln hilft uns auf jeden Fall schon sehr viel weiter. Können wir schon in deutlich mehr Gebiete rein. Freigeschaltet. Wachmann. Lustig wird es ja am Ende. Das sehe ich dann schon auf mich zukommen. Wenn wir dann... Oh, schön. Wenn wir dann am Ende hier, keine Ahnung, irgendwie noch 10 Charaktere uns fehlen und wir verzweifelt auf der ganzen Karte rumrennen und schauen, wo die Charaktere sind. Aber zumindest kann man es jetzt schon eingrenzen, in welchen Bezirken sie sind. So, das müssen wir auch fertig bauen können, wenn ich das richtig sehe, die Rufsäule. Ja, 8000 haben wir. Sehr gut. Dann haben wir auch die Rufsäule hier direkt in der Polizeistation fertig. Super Bau errichtet. Finde ich super. Den Imprisoner, den Gefängnistransporter, haben wir jetzt auch noch hier freigeschaltet. Und das Gute ist, wir haben jetzt auch gleich wieder richtig viele Münzen dadurch, dass wir jetzt diesen Zweifachmultiplikator haben. Ach, jetzt geht's doch voran. Die 100%, die haben wir ja gleich übermorgen. Mindestens. Bestimmt. Hoffe ich, vielleicht. Wer weiß das schon. Nein, ich glaube, so schnell wird das mit den 100% nicht gehen. Oh, einmal hier rüber. Hoffentlich werden wir nicht von der Eisenbahn überfahren. Aber die scheint gerade nicht auf dem Weg zu sein. Umso besser. Ah, das sind so Ermittlungsdinger, diese Fragezeichen auf der Karte. Na dann, lass uns mal ermitteln. Das ist auch schön. Die Leute scheren sich gar nicht drum, dass wir hier im Gefängnisoutfit unterwegs sind. So, Chase. Einmal ermitteln, bitte. Diese Musik ist so gut, dass man dieses Minispiel ganz oft machen kann, dass es einen trotzdem mehr auf die Nerven geht. Aber hier ist der Weg zum Beispiel durchgängig. Ah, nee, hier gibt es auch keine. Ach, bitte. Ich habe die Wasserrechnung nicht bezahlt. Ich glaube, das kann ich mir noch ganz oft anhören. Ich sehe schon. So, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Hier in der ICE-Box. Passt hier zum Bahnhof. Nein, da steht wahrscheinlich für Eis. Okay, hat jetzt nicht so viel gebracht, aber naja. Ein bisschen hat es doch gebracht. Geh jetzt hier gerade nochmal durch und hol die Steine. Hier liegen ja auch schon wieder Steine an jeder Ecke rum. Ach, hier sind Werbung für Kinofilme. Ach nee, das sind hier die Werbungen für die... Hä? Für die Eisenbahn? Für die Metro, wie sie hier heißt. Okay. Na gut. Oh, hier gibt's so... In einem Trailer habe ich auch so ein Raumschiff gesehen. Bin mal gespannt, ob wir da später nochmal im Weltraum fliegen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, das ist komplett blind für mich, das Let's Play. Ich habe mir da auch keine anderen Videos zu angeschaut, außer diese Trailer, die ihr auch in den Drabo News gesehen habt. Von daher... Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was ich... Geh mal da weg, ich möchte das benutzen. Dankeschön. Ich hasse das, ich weiß das ganz genau. Der Typ mit seiner Gurke auf dem Sandwich ist auch schön. Dabei schmeckt Gurke doch gut auf dem Sandwich, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich glaube, ich muss mal nach oben gehen. Hier irgendwo muss dieses Ding noch sein. Irgendwo geht's hier rein. Oh, können wir hier von einem zum anderen... Ja, ich glaube, da können wir... müssen wir das Ausgangsding... Ja, genau, von hier aus können wir da, glaube ich, rüberspringen. So, einmal... Knapp. Viel hat nicht gefehlt. Wir müssen aber, glaube ich, höher springen. Da sind wir fast zu weit gesprungen. Jawohl, wir haben es oben drauf geschafft. Problem ist aber, selbst wenn wir es hier oben drauf geschafft haben, müssen wir trotzdem hier noch was machen. Oh, da unten fällt gerade ein Zug. Kommen wir trotzdem nicht hin. Da müssen wir uns hier reinhebeln. Das machen wir auch gleich. Ich bin ja immer so ein bisschen... Ich erkunde ja ganz gerne hier, wie ihr seht. Aber das muss ja auch manchmal sein. Wie gesagt, wir machen ja eh die 100%, von daher wird es auch noch viel Erkunden geben. Nein, jetzt du sollst doch da oben drauf springen, Chase McCain. Stell dich doch nicht so an. So, einmal darüber und dann den da auch noch holen, den blauen. Ja, jetzt haben sogar schon 500.000 Steine. Ich bin hellauf begeistert. Ah ja, stimmt, ich muss mich daran gewöhnen, dass der nicht automatisch das Zeug immer auswählt. Das wäre schon mein erster Verbesserungsvorschlag für das Spiel gewesen, dass hier automatisch dann immer der Charakter, den man da braucht, ausgewählt wird, wenn man ihn schon freigeschaltet hat. Oh, was gibt's denn hier drin? Ah, einen Tresor. Wir knacken einfach mal den Tresor von der Eisenbahngesellschaft. Von der Metro. Warum auch nicht? Und da ist es auch schon, das grüne Ding. Eigentlich muss man nur zur richtigen Zeit das drücken. Was? Ah, Charaktermünze ist es, glaube ich, oder? Ja, freigeschaltet. Zugführer Bill. Oh, wenn der mal seine Rechnung nicht bezahlt hat.
Genau, hier gehen wir wieder raus. Okay. Hier gehen wir runter und da müsste dann auch irgendwo schon der Eingang sein zum Metro. Hier sitzt doch so unten, nein. Ich weiß auch schon, was die Leute die ganze Zeit hier erzählen. Also momentan wechselt sich das auch noch relativ viel ab. Ich glaube, hier bei vorder, auf der Vorderseite ist wahrscheinlich der Eingang. Ja, das Ding, was wir benutzen müssen. Genau. Können wir hier durchgehen? Nein, der Weg ist versperrt. Was? Da kann man nicht durchgehen. Da links sehen wir noch die Freiheitsstatue. Was auch immer die vor San Francisco sucht. Also zumindest ein Bild davon. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal gesehen gehabt hier irgendwo. Auch wenn das nicht ganz so gut passt. Naja gut, die Brücke da vorne schaut auch eher nach New York aus. Das ist, glaube ich, eher so eine große Mischung, diese Stadt hier. Okay, dann einmal hier bitte mit dem Zug fahren. Wir haben ja momentan nur ein Reiseziel, das wir benutzen können. Aber das werden wir nutzen. Da ist der Zug auch schon. Der Lego City Zug. Wo müssen wir hinfahren? Ja gut, das wäre eine längere Reise geworden. Aber ich glaube, ich werde trotzdem meistens eher durchs Land fahren, weil wir müssen ja auch die Sachen einsammeln. Ja, Bluebell Nationalpark wollen wir. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass wir hier gerade im Räuberoutfit unterwegs sind. Schauen wir mal, ob wir auch eine schöne Zugfahrt kriegen. Ne, wir kriegen nur eine Ladezeit, schade. Wäre auch schön gewesen, wenn man noch gesehen hätte, wie der Zug fährt oder so. Finde Stinker oder Fletcher in der Bluebell-Mine. Ja, das ist unser Ziel, das wissen wir. Hier ist schon die Mine. Um mal Gimli zu zitieren. Eine Mine. Das muss immer sein. Einmal das Gimli-Zitat. Das haben wir, glaube ich, schon freigeschaltet, oder? Ja, das müsste der andere Punkt gewesen sein, den wir schon freigeschaltet haben. Ja, jetzt kommt gleich der Zug angefahren. Zug, 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 Zug. Wir sind am Zug. Aber ich will noch gar nicht fahren. Dankeschön. Du darfst weiterfahren. Danke, danke. Kann man auch selber den Zug fahren? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ja, man kann auch selber mit dem Zug fahren. Zugführer Chase. Kann man auch in die andere Richtung fahren, den Zug. Ja, man kann den Zug auch in die andere Richtung fahren. Ah, sehr cool. Ah, selber Zug fahren. Das sieht aber schick aus da oben. Das ist der Bluebell-Damm, glaube ich, war das. Hieß der Bluebell. Also wir sind hier bei Bluebell-Mine, deswegen wird das auch der Bluebell-Damm wahrscheinlich sein. Okay, ich muss mir das abgewöhnen, hier immer zu springen. Ich habe oben drauf noch zwei von den Steinen gesehen, deswegen habe ich mir gedacht, schwinge ich mich mal hier noch hoch. So, Nummer 1. Da drüben. Ah, 4 sind es so. Oh, jetzt ist es ja richtig gelohnt, hochzugehen hier. Ist ja richtig viel oben. So, 2. Den haben wir freigeschaltet. Wir haben freigeschaltet. Sam Penn. Ah. Sam, den ollen Penner! Nein! Ach, Sam. Ach, Sam, was tust du denn schon wieder? So, und dann mal auf Richtung Bluebell-Mine. Da vorne ist auch noch was. Was wäre auf... Ne, da haben wir noch nicht die richtigen Fähigkeiten. Schade, schade, schade. Ah, hier können wir was zusammen... Oh, ein Sprungding. Okay. Dann springen wir mal aufs Dach hoch. Oh, das ist sogar ein großer Stein. Den sollten wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ich weiß gar nicht, wie viel die bringen. 5000? Ich glaube, sie bringen 5000 oder so. Wir werden es gleich mal testen, wie viel er bringt. Er bringt nämlich... Oh, 5000 waren es mindestens, glaube ich. So, hier haben wir uns gleich noch eingeholt. Und dann müssten wir auch gleich bei der Mission sein. Bergarbeiter arbeiten noch. Benutze die Dampfpfeife, um ihre Schicht zu beenden. Okay, das hier ist vermutlich Dampfpfeife. Da fehlt aber das Ventilatorrad. Da müssen wir erstmal hier einbrechen. Also ich sehe schon. Dafür, dass wir von der Polizei sind, brechen wir schon ziemlich oft irgendwo ein und knacken Safes. Aber gut, wir sind ja auch gerade in unserer Verkleidung unterwegs, von daher wird uns auch niemand erkennen. Wobei man sagen muss, ich hätte ihn nicht erkannt, den Chase McCain, in seiner Verkleidung hier. Ist schon nicht schlecht, diese Verkleidung. Okay, einmal hier, bitteschön. Einmal das Rad dran bauen und damit die Schicht beenden. Schicht ist beendet, Jungs. Mich nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. Tschüss. Der hat's eilig. Wo ist denn der gerade hingefahren? So weit ist der Weg doch gar nicht, oder? Ja, doch. Kann der da auf die Eisenbahnstrecke fahren? Ja, der kann tatsächlich auf die Eisenbahnstrecke fahren. Okay, ja gut. Geht natürlich auch. Da können wir noch nicht hoch. Mine, da gibt's doch bestimmt irgendwelches explosives Zeug. Da können wir vielleicht hier das hier, diese Steine hier aufsprengen oder so, diese silbernen. Genauso wie diese Tür vorhin, die konnten wir ja auch nicht aufsprengen. Oh, können wir von hier aus... Nee, das ist alles noch nicht gewollt, dass wir hier rüber können. Na, dann müssen wir wohl die Mission machen, um hier weiterzukommen. Auch echt. Dann mal ab in die Bluebell-Mine zu unserer nächsten Mission. Wenn du willst, kannst du mit deinem Mitspieler zusammen im selben Fahrzeug fahren, zum Beispiel in Taxis oder in Limousinen. Aber denk dran, ihr müsst auf verschiedenen Sitzen sitzen, sonst wird es ganz schön eng. Ich habe übrigens Taxiverbot. Warum bloß, Honey? Warum hast du bloß Taxiverbot? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Mitspieler habe ich ja eh keinen.
Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.